Na klar, müssen wir da irgendwie in diese Ecke. So, warte mal, hier vorne kommen wir nicht weiter. So, jetzt habe ich den Cantina-Band irgendwo. Spielt es auch nochmal, bitte? Okay, er ist draußen. Schauzeit? Schön entspannt, schön. Orbitalstabilisatorenausfall. Nein, Station Alter. Verlassen. Station Nein. Verlassen. Was ist denn los hier? Wieso? Oh, komm. Kann ich hier vorbeilaufen? Ach, das darf doch nicht wahr sein. So eine Scheiße. Nein, ich muss zu dem Ding? Schlüsselkarte. Station evakuieren. Dies ist keine Lösung. Okay, er hat keine Schlüsselkarte. Er hat keine Schlüsselkarte. Was ist mit dir aus? Er hat keine Schlüsselkarte. Alter, los. Nein! Das ist nicht so gut! Jetzt hat er einfach durch ihn durchgeschossen oder was? Als er nicht Jackpatsch. Ich hoffe nicht zu hauen. Ja, du kommst mir genau richtig. Ah, das war klar. Das war eine fiese Animation gerade gewesen, ey. Oh, scheiße. Na gut, aber wir sind ja relativ nah hier mit dem Speicherstand. Das geht's Gott sei Dank. Okay, wir brauchen eine Karte. We need a card. A card. Okay, der Typ kommt jetzt hier vorne an. Ich würde mal tatsächlich mal kurz hier hin. Mal kurz schauen, wo wir da hinkommen. Station verlassen. Verlassen. Aber klar. So. Kleiner Kollektorgang hier, oder was? Bindemittel, ne? Da bist du ja alle mal dabei. Wunderbar. Schade, dass wir so halbwegs voll sind. Oder sinnvoll, besser gesagt. Meine neue Animation. Nice. Karte? Nee. Hast du nicht? Warum drück ich denn immer F? So. Okay, wenn mit E jetzt hier runterkommt, irgendwie, dann müssen wir mal schauen. Hier vorne finden sie. Okay, das heißt. Achso, da war das wahrscheinlich der andere Android, der jetzt kam. Den wir jetzt vorhin irgendwie outplayed haben, kann das sein? So, ich denke, der Aim wird auf jeden Fall hier runterkommen irgendwie. Come whatever may. Sieht aber auch cool aus, wie es sich jetzt da rauswindet. Das ist auch so eine klassische E in irgendeiner Szene.
Sache. So, lass uns doch mal hier irgendwo eine Leiche finden, irgendwie, die vielleicht eine Karte bei hat. So, auf jeden Fall erstmal mit dem Auge hinhören. Letzter Kampf, ausgesperrt. Kann jetzt hier natürlich nicht lesen. Wo wir hier wahrscheinlich stehen würde, wo sie die Karte versteckt haben. Ah. Hm. Okay, also am Rechner steht ein Zugangscode. Hat den irgendeiner kurz gesehen in der Viertelsekunde, die ich das Ding anhatte? Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Alles klar. Nüchtern. Ausgesperrt. Nüchtern. Scheiße. Da stand jetzt nicht, oder? Oder? 1884? Ah, da. Vielen Dank, hab's gerade wirklich übersehen. 1884. Vielen Dank für dein zweites Augenpaar, der Junge. Großartig. So, da haben wir auch die Karte. Nimm doch den Scheiß jetzt hier. Hopp, 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 hopp. Und auf geht's, durch da. Eigentlich möchte ich jetzt bloß noch Flammenwerfer-Munition haben. Warte mal kurz, ich hab jetzt gerade... Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Bester Jahrgang. So, okay, finden Sie einen anderen Weg. Moment mal. War denn jetzt die Tür dafür? Ich bin schon maximal verwirrt jetzt gerade hier wieder. So, wo ist die Tür für die Schlüsselkarte? Haben wir die schon gesehen? Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Würde gerne. Ich würde sie wirklich gerne verlassen. Aber ihr lasst mich ja nicht. So, ich bin auch maximal orientierungslos, ja. Okay, also er sagt, wir sollen in diese Ecke laufen, aber das kann auch sein, dass er uns zu dem großen Ziel da hinten hinbringen will. Also ist klar, hier kommen wir nicht durch, ist logisch, ne? So, durch das andere Ding da hinten kommen wir aber auch nicht durch. Was soll das? Ah, hier vorne. Mmh. Ach. Station evakuieren. Ich bin manchmal so ein Idiot. Oh, bitte echt jetzt ein Alarm? Oh. Ist ein bisschen zerquetscht. Hinter uns, ne? Hinter uns. Okay, er ist wieder weg. Ach du Schande, ey. Hm. Ionenschneider. Okay, hauen wir mal raus. So, Dave, was sagst du? Liegen wir noch viel an der Zeit für das Beenden des Spiels?
ich jetzt hier nicht überall durchlaufen müssen. Diese gruseligen, dunklen Gänge. Oh nein. Okay, hier muss man auf jeden Fall schon mal rein. Okay. Moment, gehen wir kurz trotzdem nochmal hier weiter, weil Köse und Piepsen. Oh, ich wäre auch da vorne ja nicht reingekommen, tatsächlich. Schnackis. Oh ja, safe. Safe. Save it! Oh yeah! Nice. Gut! Hammer. So, da vorne kommen wir nicht durch. Probieren wir nochmal hier rein zu klettern. So, warte wirklich noch darauf, irgendwie, dass das ZN irgendwann mal gehen kommt. Also ich will ja kein Miesepeterchen sein, aber ich glaube, die besagte Stunde ist längst um. Mutti, denk positiv. Wie gesagt, ich zieh das hier heute durch. Ich zieh das hier heute durch. Und wenn das letzte ist, was ich tue. Schlüsselkarte, schon wieder eine Schlüssel. Mann, diese Schlüsselkarten immer. Oh, fuck. Alter, ist denn das hier ein Mail von Jackson Pollock oder was? So, Kumpel. Ja. Oh! Diese Dreckviecher. Sie uns hören können und Sie Teil des Teams sind. Wir haben den Wohnbereich zu. Schmuddelheftchen hier versteckt, hat er. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Haben wir einfach nichts mehr. Waffen und Vorräte flüchten. Aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Siegsen-Syntheten bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe erwürgte Leichen in öffentlichen Bereichen gefunden. Seien Sie wachsam. Oh, und wenn Sie uns hören können und Sie nicht Teil des Teams sind, versuchen Sie nicht, uns zu finden. Wir werden das Feuer eröffnen. Mann, ey. Diese Geräuschkulisse. Diese Geräuschkulisse. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Oh Mann. Oh Mann, ey. Ach, ey, Mann, komm. Warum sind denn diese Strecken so weit, Leute? Komisch, also muss man echt hier an den nochmal ran, oder was? Aber er ist doch an. Er ist doch an. Okay, und das Ehen ist definitiv auch da draußen. Oh, hier liegt noch Flammenwerfer-Munition, nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier hilft mir jetzt auch nicht weiter, glaube ich. Mein Not. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay.
sollen wir denn jetzt hier machen? Orbitalstabilisatorenausfall. Station verlassen. Station verlassen. Safen. Save das Ding. Ah, ja, du hast noch den Panorama-Rundgang gebucht. Genau. Ach Gott, ja. Die komplette Besichtigungstour. All inclusive. Shit. Das ist krass. Alles klar. Das ist einfach mal da durchgehüpft. Wunderbar. Schön. Großartig. Schön. Lass mich raten, ich darf wieder zurücklaufen. Zu dem Ding. Also, das versteht er nicht. Das ist jetzt unnütz. Leute, das ist so unnütz jetzt. Mann, warum? Warum dieser Weg, Alter? Ja, das hat auf jeden Fall Thrill jetzt irgendwie, aber das ist jetzt unnütz irgendwie. Haben sie gelernt. Oh Mann. Die Aliens brauchen noch ein bisschen Screentime. Ja. Kann jetzt schlimmer an der Sache, ich habe jetzt einfach nicht mehr genug Munition für den Flammenwerfer, um mich jetzt hier wirklich lange wirklich irgendwie verteidigen zu können. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt. Ja Mann, wir haben hier eine Notfallsituation. Davon kannst du aber ganz sicher aussehen. Kommst du jetzt wieder eben schön, du Penner? Hier rin bitte. Los, hopp, 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 hopp. Deswegen ermöglichen Sie der Torrance das Anlocken. Wie weit oben auf der Karte soll das sein? So, hier, safen. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hier zu weit und nicht der große Plan, zurückzukehren. Okay. Das ist auf jeden Fall erstmal der Weg, wo wir lang müssen. Aber kommst du jetzt hier nicht durch? Ah, krass. Das ist hier der Terminal, wo wir angekommen sind. Das ist ja geil. We always know wrong, Joe. So, warte mal. Ich musste aber, glaube ich, oben lang, ne? Und hinten dann runter. Genau. So, komm, jetzt einfach ein bisschen Ruhe irgendwie von dem Alien. Wäre jetzt echt toll. Obwohl ich nicht dran glaube, ehrlich gesagt. So, könnt ihr noch mal ganz kurz gucken, ob ich... Auf der Teilstelle, Evakuierung aus.
Ausweis ist Station verlassen. Station verlassen. Ja, ich möchte sie auch wirklich gerne verlassen. Nicht rennen. Ich würde sie wirklich gerne verlassen. So, hier würde ich nochmal noch versuchen, mal reinzukommen, weil jetzt haben wir auch einen Ionenschneider. Da hatte ich nämlich vor, ich weiß gar nicht, ein, zwei Folgen nochmal gefragt, ob wir hier nochmal zurück wollen irgendwie. Und ja, gut, dass wir es nicht gemacht haben, aber jetzt kommen wir ebenfalls nochmal hin. Weil die Tür hatte ich nämlich nochmal im Hinterkopf, dass sie nämlich noch verschlossen war. Frage wäre auch gewesen, ob wir überhaupt reingekommen wären. Irgendwie mit Ionenschneider 2, den wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatten. Dallas hier. Ich werde in Kürze das Nostromo berichten. Oh yeah. Oh yeah. Bevor wir uns in die Hyperschlafkapseln begeben. Die nächstgelegene Relaisstation scheint Sebastopol zu sein. Wie dem auch sei. Wenn alles gut läuft, hören Sie wieder von uns, sobald wir in Erdnähe angekommen sind. Vermissen Sie uns. Alles klar, Dallas. Nee, ja, wackelig. So, okay, hier schnellen wir uns durch. Kann man ihnen die Fackel ins Gesicht werfen? Mit einem ähnlichen Effekt. Wäre schön, aber ich glaube nicht, dass er funktionieren wird, tatsächlich. Ich glaube, der Molotow-Cocktail kann sich noch als relativ effektiv erweisen, aber der Rest, so als reine Defensivwaffe nicht. Irgendwie zum Ablenken vielleicht noch ein paar Sachen, aber die Fackel wird es nicht bringen, glaube ich. Also auf jeden Fall nicht als Angriff. Dramatisch, es spitzt Relay. Sich dramatisch zu. Können Sie mich hören? Ja. Sind Sie nah genug für Funkkontakt? Ripley, komm mal her. Die schwebt davor. Ach, ist ja geil. What? Wie? Stresst die rum? Okay, alles klar. Müssen wir mal ein paar Knöpfe drücken. Das kriege ich mal hin. So, welcher der wie anderen wir Weltraum spazieren, einfach wäre jetzt auch meine Theorie gewesen, aber hä, was ist denn los? Welche? Achso, ist echt jetzt ist runter? Ach, scheiße, hat's auch nie geschafft, ey. Jetzt Rad drehen? Nee. Die sind aber schön versteckt, die Dinger. Lass mich raten, und zu dem zweiten werde ich wahrscheinlich nicht einfach so durchlaufen können hier unten. Da muss ich wahrscheinlich erstmal wieder raus, wa? Oder? Wirklich? Wird das Spiel so fair sein? Wusstet doch. Ich hab's doch, ihr wisst. Das ist das Spiel uns nicht, oder? Ist das hier vorne? Aha, okay. Gut.
Nein. Okay. Schauen wir, müssen wir noch darüber. Okay, das ist... Oh, jetzt dachte ich wirklich, läuft jetzt hier gerade hoch. Ja, etwas überschätzt mit der Stunde. Ja, ich weiß. Aber ich hab dich ja die ganze Zeit gefragt. Aber es ist wirklich bald rum. Okay. Wo denn noch alles? Warte mal, ich muss mich mal kurz hier mal verstecken. Wo soll das jetzt sein? Okay, hier unten. Ist er draußen? Nee, ne? Die Nerven sind aber wirklich zum Zerreißen gespannt jetzt hier, ey. Boah, man kann auch nicht durchlaufen. Jetzt sind alle so, ey, notfalls hin und Lärmmacher auf der anderen Seite des Raums donnern, wenn es zu nahe kommt. Alles klar. Du kannst dich mal gleich verpissen. Mann, ich bin doch ja nicht an dir dran gewesen, du Hampel, Alter. Ne, und schon ist das eh jetzt draußen, Alter. Auf Terminal zugreifen. Los, los, zack, 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 zack. So, können wir nicht. Fehler. Stabilitätswarnung. Geht ohne. Unlock-Klemme. Initialisieren. Verlaine, die Unlock-Klemme sind aktiviert. Erstmal, erstmal looten. Ja, bis halt. Oh, Kinder, ey. Der obere Kontrollraum. Fahren Sie die Personalbrücke aus. Mann, Alter, da vorne war ein Raumanzug. Kann ich einfach sagen... Und rüber? Warum, wieso muss denn das so immer? Wieso? Warum zur Hölle ist die Musik so krass immer hier? So, hat das jetzt eigentlich überhaupt was gemacht, wenn ich jetzt hier rauskomme? Minimal, ja. So. Oh Mann, dieser Stretch. Vor allem muss die Torrance wieder ablegen. Ohne Aliens an Bord, ja. Das sieht man nicht kommen. So, Flammenwerfer. Ja, wenigstens haben wir ein bisschen Flammenwerfermunition. Nicht, dass jetzt hier eh alle brennt, aber. Hey, wir haben Flammenwerfermunition. So, sieht auch schon relativ scheiße aus. Halt ab mit den Sixens. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Geschafft. Geben Sie sich zur Luftschleuse. Alter! Optimus Steve! Ja!
Oh Gott. Oh Gott. Was ist los hier? Gib mir jetzt einen neuen Raumanzug hier. Aber zackig.